Marrakesch, Marokkos heimliche Hauptstadt, das Herz des Landes. Es hört nie auf zu schlagen, immer pulsiert das Leben in den Gassen. Die Stille der Stadt, ihre Geheimnisse, verbergen sich hinter den Mauern. Ein Palast aus einer anderen Zeit, ein märchenhafter Ort. Und sein junger Erbe, der an dem Märchen festhält. Ein Palast, der sich für das Ashura-Fest schmückt, für einen islamischen Feiertag, an dem die Stadt noch einmal ihren Pulsschlag erhöht. Der Palastbesitzer, Driss Segeni, hat einen Termin. In der Altstadt, in der Medina von Marrakesch. Der Platz der Geköpften, Jema el-Fna, ist seit dem 11. Jahrhundert das Zentrum der Stadt. Die ersten Gaukler und Händler sind auf den Beinen. Driss Segeni will zum Schatz der Nomaden, dem Geschäft von Mustafa Blaoui. Der Händler hat neue Ware bekommen. Deswegen kommt Driss. Zur Begrüßung gibt's Pfefferminztee. Auf die Gesundheit. Auf die Gesundheit. Die neue Ware ist eine Lampe aus Zinn und Kupfer. Sie macht wunderbares Licht. So wie die da oben? Genau wie die. Ein Einzelstück aus einer Kupferschmiede der Stadt. Driss will sie leuchten sehen. Ah, oui. Wirklich ausgezeichnet. Très bien, c'est magnifique. Sehr gut. Très bien. Gekauft. Morgen wird geliefert. Hinter diesen schmucklosen Mauern soll die Lampe leuchten. Driss zu Hause ist ein verborgener Palast. Le Palais Suleiman. Zur Anlage gehört der Patio, der Innenhof jedes mediterranen Palastes. Mit offenem Atrium nach antikem Vorbild. Das Schiebedach war Driss' Idee. Weder Pracht noch Struktur sollen von außen zu erkennen sein. Die Mauer des Palastes ist gleichzeitig Teil der alten Stadtmauer. Das Palais Suleiman ist von dem berühmten Kaid al-Layadi, der von 1880 bis 1964 lebte, erbaut worden. Ein Adelssitz in der arabisch-andalusischen Tradition von Marrakesch und eines der bedeutendsten Häuser der Stadt. Heute arbeiten im Palast rund 30 Köche, Hausmeister, Elektriker, Maurer und Régine Blanchet-Bolton. Wie weit sind wir, Regine? Noch 3-4 Tage. Die Künstlerin aus Bordeaux vergoldet die Empire-Stühle des Palastes. An nichts sollte es mangeln, als der Palast erbaut wurde. Nur an Fenstern zur Straße. Licht spendet allein der Innenhof. In den Gemächern lebte der Kaid al-Layadi mit seiner Großfamilie und seinem Gefolge. Er war der Vertreter des Königs in der Stadt, beinahe selbst ein Regent. ...1970 kaufte Driss' Vater den Palast, ein wohlhabender Reeder. Von ihm stammt der 300 Jahre alte spanische Sekretär. Ein Stück Familiengeschichte. Driss, 6 Jahre alt.
Eines Tages hätte mein Vater den Palast beinahe an Eddie Barclay, einen Pariser Musikverleger, verkauft. Ich war ein kleiner Junge und habe geweint, weil ich um keinen Preis wollte, dass meine Eltern den Palast verkaufen. Dries Mutter Selma hat ihrem Sohn damals den Wunsch erfüllt. Jahre später trennten sich die Eltern. Erst seit dem Tod des Vaters vor 8 Jahren ist Selma zurück. Sie führt in der Küche das Regiment. In das Tagine, das Nationalgericht Marokkos mit geschmortem Fleisch, gehört Safran. Eine hervorragende Pflanze, die gleichzeitig würzt und färbt. Eine marokkanische Küche ohne Safran als Grundlage ist keine gute Küche. Immer wieder werden die roten Safranfäden eingerieben und übertragen bei Hitze ihre heimliche Farbe, ein leuchtendes Gelb. Dreimal täglich kontrolliert Selma Segeni das Geschehen in der Küche. Noch öfter kommt sie vor wichtigen Feiertagen. Das Ashura-Fest wird morgen gefeiert. Der Palast erwartet eine große Gesellschaft. Die Küche erwartet Überstunden. Die Nachwuchsköchin Najet macht erstmal Tee. Jede Stadt in Marokko hat ihre Farbe. Das Rotbraun von Marrakesch entsteht aus den Sänden der Ebene, der Küste und des Atlasgebirges. Der Palast ist ein Generationenbauwerk. Er muss erhalten und weiter ausgebaut werden. Aus dem einfachen Dach soll eine Terrasse werden. Der Baumeister, Hajj Brahim Henafi, ist bekannt für seine tadellose Arbeit und für seine ausgezeichneten Handwerker. Wenn man geschickt ist, wenn man die richtige Bewegung beherrscht, dann macht das Auftragen keine Mühe. Dann kann man den ganzen Tag mit demselben Arm arbeiten. Hajs Maurer ist geschickt. Und für das Befeuchten mit dem Quast nimmt er den anderen Arm. Das Gesamtkonzept muss Hajs nicht mit dem Denkmalschutzamt abstimmen, nur mit seinem Chef, mit Dries Segeni. Der Fußboden soll werden wie im Eingangshof. Ein Mosaik aus 6 Ecken. Eine Mischung aus Keramik und vor allem Marmor, der im Sommer die Füße kühlt. Marrakesch ist eine Stadt des Handwerks. Casablanca hat die Banken, den Hafen, die Wirtschaft. Marrakesch hat Kupferschmiede, Holzschnitzer, Zimmerleute. Und ein ganzes Viertel für Töpfer und Ziegelbrenner. Dries hat wieder einen Termin. Er braucht Fliesen aus Ton, die nach dem Brennen in Mosaikformen geklopft werden, zur Zierde der Wände im Palast. Und der Fußböden. Diese Steine leben, aber sie sterben auch und müssen mit der Zeit ersetzt werden. Das erfordert eine ständige Pflege. Dries hat lange gesucht, bis er die Werkstatt seines Vertrauens gefunden hat. Der Meister kommt aus dem Norden, aus Fes. Da ist die Erde anders, dichter. Das macht die Fliesen härter und haltbarer. Einen Steinwurf entfernt beginnt die Fliesenproduktion mit dem Trocknen des Lehms in der Sonne.
Die losen Ziegel werden anschließend in Erdöfen bei knapp 1000 Grad gebacken. Ein Ofen übersteht 3-4 Brennungen, dann wird er abgebrochen und neu gebaut. Das Gewerbegebiet ist Ruinenlandschaft. Alle brennen mit dem roten Marrakesch-Lehm. Nur der Meister aus Fes nimmt seine hellgraue Heimaterde. Grau, sagt er, hält besser. Natürlich hängt es auch davon ab, wie die Kacheln gebacken sind. Aber noch wichtiger ist der Rohstoff. Die Pracht der Paläste ist undenkbar ohne das Handwerk der Stadt. Allein im Palais Suleiman gibt es zigtausende Fliesen, alle handgefertigt. Die regelmäßigen Ornamente sind auch die Antwort auf das Gebot des Koran, in der Kunst alles Organische, Figürliche zu vermeiden. Denn das Leben selbst, so heißt es, ist in seiner Schönheit unnachahmlich. Ein Fototermin mit traditionellem Kleid für die neue marokkanische Frauenzeitschrift Madame à Marrakech. Der Palast als Kulisse. Das ist ein historischer, bedeutender Ort. Aber er eignet sich für alles. Dries vermietet seinen Palast regelmäßig. Er soll Bühne sein. Für Shootings, Gala-Dinners, festliche Empfänge und für Haustiere. Der Palast muss strahlen, bis in den letzten Winkel. Auf der Dachterrasse hat Baumeister Hajj inzwischen mit den Ornamenten begonnen. Wollen wir hier noch eine Leiste aufkleben? Ich will keine dicke Leiste, sondern etwas Dezentes, das man von Weitem nicht so sieht. Stimmt, das müsste gut aussehen. Jeder Bauabschnitt soll sich einfügen in Dries Vision vom Ganzen. Für die obere Partie habe ich mich ottomanisch inspirieren lassen. Das soll eine Mischung werden aus dem Topkapi in Istanbul und dem Lake Palace in Udaipur in Indien. Marrakesch gibt seine Farbe vor, rot und seine arabischen Formen. Aber Dries hat in jungen Jahren die Welt gesehen. Sie soll nun einziehen in den Palast. Fünfmal täglich ruft der Muezzin. Der vierte Ruf ertönt kurz nach Sonnenuntergang. Vor dem großen Tag des Ashura-Festes beginnt ein ruhiger Abend. In der Küche ist alles vorbereitet. Und vom Fototermin für Madame à Marrakech sind ein paar Illustrierte übrig geblieben. Zeit zum Entspannen. Auch für den Hausherrn. Nur die Gnawa stimmen sich schon ein, die beiden Musiker für den Festabend. Für Mutter und Sohn die Gelegenheit, noch einmal in Ruhe miteinander zu reden. De Camille? Ja. Ah oui? Il est bien arrivé? Ça va. So lange, bis die Kakaba einsetzt, die Klapper der Gnawa. Die Nachfahren von afrikanischen Sklaven in Marokko sind als Musiker eine Institution. Aber für Selma Segeni jetzt zu laut. Madame zieht sich zurück. Als die Tochter aus bestem Hause den prominenten Reeder heiratete, war sie eine der bekanntesten Frauen des Landes. Eine märchenhafte Geschichte. Aber noch ohne Palast. Der Herr, der mir den Ort gezeigt hat, hat mir auch gezeigt, wie baufällig vieles ist. Die Spinnen weben überall. Ich habe mir das angeguckt und gesagt, ich will dieses Haus. Und am folgenden Tag hat mein Mann die Sache mit dem Eigentümer unter Dach und Fach gebracht. Ein paar Tage später heißt es, hätten sich die Rolling Stones interessiert. Zu spät.
Der Tag des Ashura-Fests bricht an. Bis zur Feier am Abend ist noch viel zu tun. Driss ist eine halbe Stunde früher dran. Die Vorbereitungen beginnen mit dem Hausputz. In den Teppichen ist lange keine Schlange gefunden worden. Dabei soll es bleiben. Die Gäste am Abend sollen sich genauso wohlfühlen wie die Bewohner. Heute hat Madame Segeni einen Termin. Gemeinsam mit Habib, dem ersten Angestellten des Palastes, dem Ökonom. Es geht auf den Großmarkt. Das Gemüse für den Abend muss frisch sein. Zuerst die Karotten, für das Couscous, für den Salat und zum Marinieren. Karotten aus dem Urika-Tal. Dann Orangen aus Benimelal, Tomaten aus Agadir und natürlich Koriander. Der wächst im ganzen Land. Habib soll handeln. Zwei Arme voll für 24 Dirham, gut 2 Euro. Madame ist einverstanden. Die Chefin und ihr Ökonom sind ein eingespieltes und bekanntes Duo auf dem Markt. Fehlen noch die Zwiebeln. Eine Art Grundnahrungsmittel. Geschmort zum Tagine, karamellisiert zum Couscous oder einfach nur eingelegt. Zwiebeln werden in rauen Mengen benötigt. Aber zu welchem Preis? Wir haben versucht zu handeln, aber heute geht keiner mit dem Preis runter. Also keine Zeit verlieren und kaufen. Das Kilo Zwiebeln für 4 Dirham, das sind 35 Cent. Wir kaufen hier, weil es hier immer noch billiger ist als bei den Einzelhändlern. Ich bin zufrieden mit ihm. Er weiß, wie man handelt. Wenn sie nicht zufrieden ist, dann... Wenn ich nicht zufrieden wäre, wäre er nicht da. Es ist dann doch ein bisschen mehr geworden. Wenn Habib das geahnt hätte, hätte er den Lieferwagen genommen. So muss die Chefin auf seinem, auf dem schlechteren Platz vorne sitzen. Habib sitzt zwischen Zwiebeln und Koriander. Ich heiße Habib Sirfouk, bin 58 Jahre alt und arbeite seit 3 Jahren im Palais Soliman. Es wird ein langer Abend werden. Zur Mittagspause fährt der Ökonom nach Hause in die Medina. Eigentlich wohnt Habib in Fes, das ist 400 Kilometer entfernt. In Marrakesch ist er aufgewachsen. Seitdem er im Palast arbeitet, lebt er wieder hier, bei seiner alten Mutter. Zusammen mit der Schwägerin. Sie kocht das Essen, Habib kauft ein. Für seine Mutter hat er ein paar Pantoffeln gefunden, in ihrer Lieblingsfarbe. Ja, so ist gut. Gib mir den anderen Fuß. Los, den anderen Fuß. Ich mache alles. Ich bin an erster Stelle verantwortlich für meine Mutter. Wenn sie irgendwo hin muss, fahren wir sie hin. Wenn sie etwas braucht, kaufen wir es. Sie ist fast 86. In Fes lebt Habibs Frau im gemeinsamen Haus mit den erwachsenen Kindern. Mit dem Zug ist es dorthin eine Tagesreise. Ein Auto hat Habib nicht. Natürlich fehlt mir meine Familie, aber leider ist meine Arbeit nun mal hier. Manchmal kommen sie mich besuchen, sonst fahre ich hin. Alle 3 Monate fahre ich nach Fes.
Vor dem Palais Suleiman kündigt sich der Abend an. Mehr als 200 Gäste werden erwartet. Dries hat auf einer seiner Reisen eine Couch erworben. In London. Mal sehen, wie sie sich einfügt in die arabisch-andalusische Umgebung. Das ist der Nachbau eines Kanapés aus Brighton. Mit den Schleiern, den Vorhängen. Ist doch wie im Kino. Fehlt nur noch Kleopatra. Der Platz im Maison Verte ist mit Bedacht gewählt. Das sogenannte Grüne Haus ist das verborgene Juwel des Palastes. Der Ort ist 35 Jahre nach dem Haupthaus entstanden und war den Frauen vorbehalten. Gelegentlich empfing der Kaid hier wichtige Staatslenker. Nur eine Bar fehlte. Dries hat sie bauen lassen, nach eigener Inspiration. Diese Bar soll an das dekadente, schicke Buenos Aires der 30er Jahre erinnern. Dass Dries eines Tages sein ganzes Leben dem Palast widmen würde, war in keiner Weise absehbar. Vor 10 Jahren wohnte der alte Vater hier allein. Der Sohn war unterwegs in den Metropolen der Welt. Beirut, Paris, New York. Nach seinem Studium an der Hotelschule in Lausanne. Ich war auf alles neugierig. Auf Europa, auf Asien, auf alle Gesellschaften, die fremd und anders waren. Aber das Schicksal hat für mich anders entschieden. Marrakesch am Tag des Ashura-Festes. Aus dem islamischen Feiertag ist in Marokko ein Volksfest geworden. Mit frischen Speisen, mit Couscous und Nüssen. Ein Familienfest. Wenn es dunkel wird, bekommen die Kinder Trommeln geschenkt. Manche spielen jetzt schon, mit den Trommeln aus dem letzten Jahr. Die Stadt wird noch einmal lauter. Aber nicht überall. Hinter einer Mauer im jüdischen Viertel liegt eine Oase der Ruhe, der Bahia-Palast. Der bedeutende Adelspalast entstand wie das Palais Suleiman in der letzten Zeit der Unabhängigkeit Marokkos, die 1912 vorläufig endete. Hadj, Dries Baumeister, verbringt hier viele freie Stunden und lässt sich inspirieren. Seine Familie kommt aus dem Süden, wo es keine Paläste gibt. Aus Kalk und Erde wurden dort die Häuser gebaut. Meine Großmutter hat mir das jedes Mal, wenn wir uns trafen, erzählt und mir das Dorf gezeigt. Dass er sich eines Tages mit Zedernholz beschäftigen würde, mit Marmor und Deckenmalereien, war für den Jungen von der anderen Seite des Atlasgebirges nicht vorstellbar. Ich heiße Hadj Brahim Hanafi. Ich bin 45 Jahre alt und arbeite seit 7 Jahren im Palais Suleiman. Nach dem Tod des Vaters suchte sich Dries als erstes einen Baumeister, den Zimmermann Hadj. Er ist mit seinen Aufgaben gewachsen. Heute sagt er 10, 12 Handwerkern, was zu tun ist. Auch wenn er immer noch viel zu leise spricht für einen Chef. Alle kennen längst alle Winkel des Palastes. Die Terrasse ist nur eine weitere Baustelle. Noch vor kurzem wurde im Inneren gearbeitet. Als Dries eine Eingebung hatte. Zur Umgestaltung der Toiletten. Die Wasserhähne in Löwenform, das ist italienischer Einfluss, die Gärten von Tivoli.
Es gibt Anklänge an Spanien, an die große Moschee von Córdoba zum Beispiel, aber auch an Damaskus, an Syrien. Wenn jemand diese Toiletten besucht, wird er vergessen, dass es Toiletten sind. Und das gefällt mir. Die Toiletten sind gelungen, jetzt muss auch die Terrasse schön werden. Wir können doch beide Rohre als Dachrinne nutzen. Die geraden und die schlangenförmigen, oder? Selbstverständlich. Wir haben reichlich von beiden. Gut, das probieren wir. Vor 8 Jahren hat sich Dries sein Erbe genauer angesehen und erkannt, was für ein verstaubter Schatz ihm zugefallen war. Er war nicht der Einzige. Ein Schweizer Milliardär hat das unmittelbar angrenzende Haus gekauft. Nur ein Anfang. Er will auch den Palast. Um jeden Preis. Nach Dries Ablehnung hat er jetzt Kameras installiert und vermauert die Übergänge. Ein Étranger veut venir s'installer au Maroc. Ein Fremder will sich in Marokko niederlassen. Er hat von einem wunderbaren Ort gehört und will ihn vereinnahmen. Nein, ich habe nicht vor, aufzugeben. Manche meinen, mit Geld alles kaufen zu können. Aber die Seele können sie nicht kaufen. Und die menschliche Würde auch nicht. Jeder 5. Bewohner der Medina ist heute Europäer. Eine Stadt der mondänen Zweitwohnsitze. Immer mehr alteingesessene Familien ziehen an die Peripherie. Und manchmal eröffnet ihr alter Gemüsehändler eine mobile Filiale im Neubaugebiet. Marrakesch wächst wie keine andere Stadt in Marokko. Najet, die Nachwuchsköchin aus dem Palais Suleiman, wohnt in einem dieser Neubauviertel bei ihrer Familie. Was meinst du, steht mir das Kleid? Mhm. Najet ist die älteste Tochter. Im Palast verdient sie rund 400 Euro im Monat. Ohne ihren Beitrag wäre die Wohnung zu teuer. Bis später. 200 Euro Miete für 70 Quadratmeter. Die Mutter und die Großeltern haben noch auf dem Dorf gelebt. Aber da, wo das Dorf war, stehen jetzt die Neubauten. Eine Stunde braucht Najet für den Weg zum Palast. Immer im selben Taxi. Mit dem Bus würde die Fahrt doppelt so lange dauern. Schon als Kind wollte sie Köchin werden. Den Ausbildungsplatz in der Hauptstadt Rabat hat sie selbst gefunden. Vor 8 Jahren. Ich habe dann zuerst in Saudi-Arabien gearbeitet. Ich musste marokkanische Gerichte kochen und konnte saudische Gerichte lernen. 6 Jahre war Najet dort in einem Hotel angestellt. Natürlich habe ich meine Familie vermisst. Immer wenn wir telefoniert haben. Und ganz besonders an den Feiertagen. Da haben sie geweint und ich erst recht. Ich habe sie so vermisst. Eines Tages will Najet ein eigenes Restaurant aufmachen. Ich heiße Najet Al-Khasmouri, ich bin 25 Jahre alt und arbeite seit 6 Wochen im Palais Suleiman. Najet ist im Palast für das Brot zuständig. Das ist ein ganz einfacher Teig. Den machen wir auch zu Hause oft. Wirklich ganz einfach. Für die vielen Gäste heute Abend soll es, Ausnahme am Festtag, Brötchen geben. Eine Nachwuchsköchin macht, was anfällt. Auch die Mahlzeit für die Kollegen. Gleich zu Anfang ist alles schiefgegangen. Da ist ihr das Essen angebrannt. Zweimal. Oh.
Die letzte Pause. In 3 Stunden kommen die Gäste. Jetzt gleich kommt die Chefin. Alles läuft jetzt. Um 18 Uhr, das verlange ich von meinen Leuten, müssen alle bereit sein. Und alles, was gekocht werden muss, wird erst ab 19 Uhr gekocht. Auch die Kellner sind schon da und stimmen sich mit der Küche ab. Die letzten Vorbereitungen werden getroffen. Das Silber wird noch einmal geputzt. Mit der Dämmerung in 2 Stunden beginnt das Fest. Ashura. Was kostet die? 13 Dirham. Der Baumeister hat Feierabend und muss für seine Kinder Geschenke kaufen. Lackierte Trommeln? Sowas gab es nicht in Hajs Kindheit. So sahen die Instrumente früher aus. Warte, ich packe sie dir noch ein. Vor dem Fest gibt es überall Trommeln und Trockenfrüchte. Ashura ohne Nüsse, Mandeln, Datteln, unvorstellbar. Wir mischen die heute Abend, stellen sie auf den Tisch. Und dann wird so lange genascht, bis nichts mehr da ist. Mit Steinen haben die Einwohner von Marrakesch früher Mandeln und Haselnüsse geknackt. Oder mit Mörser und Stößel. Und dazu die Trommeln geschlagen. Die Stadt hat geklungen wie ein Steinbruch. Hatsch hat alles bekommen, was er wollte. Wenn es dunkel wird, ist zu Hause Bescherung. Im Palast scheint noch alles ruhig. Regine, die Künstlerin aus Bordeaux, soll die Fensterläden in Dries Schlafzimmer mit Ornamenten bemalen. Zuerst wird grundiert. Sollte man nicht etwas Kreide auftragen vorher? Dries. Ach, Dries. Ich möchte lieber einfache, edle Motive. Sie wollen unbedingt... Nein, nur eins erstmal. Ach, ich werde sie noch umbringen. Seit seiner Rückkehr nach Marrakesch wohnt Dries allein, zurückgezogen in 2 Zimmern im oberen Teil des Palastes. Ich habe einen ganz besonderen Bezug zu dem Ort. So als wäre man in eine wunderbare Frau verliebt, die man verwöhnen will, der man schöne Kleidung, schönen Schmuck kaufen will, für die man alles tut, damit sie schön ist. Der Händler aus der Medina hat die Lampe geliefert, gerade noch rechtzeitig. Wie ein Tropfen aus Licht sieht sie aus. 18 Uhr. Das Lamm-Tagine muss ab jetzt geschmort werden. Der Koriander muss jetzt geschnitten, die Mandeln müssen jetzt geröstet werden. Ich probiere grundsätzlich, bevor serviert wird. Sie sagen, es schmeckt, aber wenn man keine böse Überraschung erleben will, muss man selbst probieren. Letzter Blick in den Topf. Ja, Safran ist drin. Auf dem Dach geht ein Bauabschnitt zu Ende. Das Maison Verte, das grüne Haus, ist neu verputzt. Eine Zäsur. Aus diesem Anlass schenkt der Chef selbst Tee ein. Für Selma Segeni ein Augenblick der Besinnung. Sie hat lange bei ihrer Familie in Casablanca gelebt.
Der Palast war nach der Trennung von ihrem Mann unerreichbar. Zurückkehren konnte sie erst nach seinem Tod. Was für ein Glück, dass wir diesen Ort endlich wieder haben. Der Palast soll Heimat bleiben. Das ist Ries eigentliche Vision. Ganz gleich, wo man ist. Man braucht ein Zuhause. Erst recht, wenn der Nachbar es einem streitig macht. Sogar die marokkanische Flagge hat der Schweizer gehisst. Man wollte uns einschüchtern, aber wir haben standgehalten. Und letzten Endes denke ich, dass der Glaube zählt. Gott ist auf Seiten der Gerechten. Dieu est du côté des justes. Ashura ist ein Friedensfest, der 10. Tag des Monats Muharram. Noah, der auch im Islam verehrt wird, soll an diesem Tag das Ende der Sintflut gefeiert haben, mit einem Festessen. 250 Brötchen hat Najet gebacken. Und Habib öffnet heute auch die Seitenräume für die ganz großen Gesellschaften. Es ist kurz vor 7. Der Palast wäre dann soweit. Auf Jemaa el-Fna, dem Platz der Geköpften, sammeln sich die Bewohner der Medina. Die Altstadt von Marrakesch setzt sich aus einem Dutzend historischer Viertel zusammen. Auf ihren Plätzen treffen sich später die Bewohner. Gegessen wird jetzt auf dem zentralen Platz gemeinsam. Ashura beginnt, sobald die Sonne untergegangen ist, hinter dem Minarett der Kutubia-Moschee, der ältesten des ganzen Landes. Hajj wohnt in einem Vorort, der noch keinem Neubauviertel gewichen ist. Die Häuser sind noch aus Ziegeln, die Türen aus Blech. Nordin öffnet die Tür als ältester Sohn. Und als ältester kocht er auch Tee. Man wohnt zu fünft. Drei Brüder und die Eltern auf 70 Quadratmetern. Die Einrichtung ist zweckmäßig. Nur für den Stuck hat Hajj sich Zeit genommen. Ashura in der Familie ist eine Zeremonie der Vorfreude. Die Geschenke kommen zum Schluss. Bitte sehr. Danke, Vater. Was wird Yunus wohl diesmal bekommen? Der Zweitälteste. Letztes Jahr gab es noch eine Trommel, wie für den Kleinen. Aber diesmal? Erstmal Trockenfrüchte. Gesundheit, mein Sohn. Danke, mein Vater. Es wird dann doch wieder die Trommel. Für Badr, den Jüngsten, ist das selbstverständlich. Nur für Nordin, den Ältesten, gibt es Geld. Die Mutter kommt später dazu. Zu Ashura bleibt die Familie zu Hause. Erst sind die Gäste eingetroffen, eine halbe Stunde zu früh. Dries hat sich noch gar nicht umgezogen. An den Tischen feiert die gehobene Gesellschaft von Marrakesch. Und das ist fast wie früher, als Selma mit ihrem Mann im Mittelpunkt des öffentlichen Lebens stand und ihr Palast ein glamouröses Zentrum von Marrakesch war. Je ne pensais pas ne jamais revoir le palais.
Ich habe nie daran gezweifelt, den Palast je wieder zu betreten. Er ist doch meinetwegen gekauft worden. Danach mitzuerleben, wie alles bergab ging, das war schlimm. Das war keine Freude. Der alte Glanz ist zurück. Sogar die silbernen Wärmeglocken sind wieder in Gebrauch. In der Küche isst man schon beim Dessert. Ein Kuchen aus Blätterteig, der seine Ursprünge auf der Iberischen Halbinsel hat. Fertig ist er erst, wenn der Zitronensaft verteilt ist. Das ist die berühmte Pastilla oder Shakshuka, wie wir in Marrakesch sagen. Das Ashura-Fest im Palais Soleiman ist ein gesellschaftlicher Höhepunkt in der Stadt. Dries hat sich inzwischen umgezogen, standesgemäß. Er verdient Geld an solchen Abenden, aber in erster Linie ist er Gastgeber. Es ist ein bisschen wie vor 40 Jahren, als der Vater das halbe Land einlud, ohne Rechnung. Und die Mutter nachts um drei tanzte. Mein Vater war zwar ein Geschäftsmann, aber er hat die unterschiedlichsten Menschen zusammengebracht. Künstler, Unternehmer, Intellektuelle. Sie alle kamen, haben hier miteinander geredet und miteinander gelebt. Mein Herz sagt mir, dass ich nicht aufgeben darf. Die Liebe zu diesem Haus, die Energie, mit der wir an ihm arbeiten, die Geduld meiner Mutter, die Hartnäckigkeit meines Vaters. Ich glaube, ich habe die Pflicht, weiterzumachen. Gegen Mitternacht ist das Ashura-Fest im Palast beendet. In der Medina, in der Altstadt, fängt es jetzt erst an. Es ist die Zeit der Trommeln. Was sich anhört wie ein Durcheinander, hat seine Dramaturgie. Auf drei Viertel folgt fünf Viertel, folgt sechs Achteltakt. Eine reine Männersache. Früher. Heute nicht mehr. Nicht in Marrakesch. Seit ein paar Jahren hören die Mädchen und Frauen nicht mehr nur zu. Das Land verändert sich. Jedes Viertel hat sein eigenes großes Feuer. Wenn es niederbrennt, beginnen die Mutproben. Wer springt? Wer traut sich? In anderen islamischen Ländern ist Ashura ein Trauertag. In Marrakesch ist es eine Nacht der Freude. Noch vier Stunden, bis es hell wird. Bis Dries im Palast steht und das Schiebedach wieder öffnet.